Somit willkommen zu zurück Demonologist. Das Game kommt am Montag raus. Es soll eine neue Map geben. Und wir haben das Game ja so noch nie jetzt eine Runde mal 100% geschafft. Deswegen wollen wir das jetzt natürlich tun. Wir wollen das Game 100% einmal durchspielen, dass wir den Geist und alles komplett einmal schaffen. In der Hoffnung, dass sich dann die neue Map freischaltet, da reinschauen. Und dann natürlich, wenn das Game full released ist, das natürlich auch spielen. Deswegen, wenn ihr Bock auf mehr habt, sagt das gerne in den Kommentaren. Gebt uns Tipps über einen Daumen nach oben und vor allem ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Und in der Beschreibung ist Likey verlinkt. Und wir gehen jetzt rein. Ich will nicht zu dem kleinen Mädchen. Geht gleich in die Warum Lara. Sind jetzt immer... okay. Warum immer kleine Mädchen? Das ist eine sehr gute Frage. Mein EMF ist einfach schon an, oder? Ja. Okay, die Kakerlake ist wieder geil. Wie sprechen wir mit dem Geist? Linke Maustaste drücken. Echt? Show. Ja, nee, nee, aber ich meine jetzt push to talk. Show yourself. Das müsste V sein oder so. Ja, ne? Genau. Hast du mich gerade gehört? Hallo? Ja. Okay. Oh, was steht hier? Do you want to play with me? Gib uns ein Zeichen. Versuchen wir noch mit Englisch. Give us a sign. Are you here? Oh, was war das? I, hier ist irgendwo ein Baby. I, wo denn? Weiß es nicht. Give us a sign. Es sieht einfach viel zu krass aus. Give us a sign. This game is sick. Also wenn das, wie gesagt, noch jetzt richtig krass wird, dann geht die Shit echt ab. Oh, oh. Was war das? Ich habe noch keine Zeichen. Bist du noch da? Ja, ich suche gerade Ektoplasma mit meinem Glas, aber ich sehe nichts. Okay. Oh, oh. Der Geist hat keinen Bock. Löbig. Aber ich will nicht in den Keller. Ich will noch gar keine Zeichen. Oh, doch hier. Wo, wo, wo? Eigentlich direkt. Hier hat er Licht angemacht. Oh, warte mal. Gott. Wo ich bin. Give us a sign. Give us a sign. Are you here? Warte, oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott, Hilfe. Ich hasse es so sehr. Hier war der gerade. Der ist in der Küche. Wir sind nirgendwo Ektoplasma. Ich glaube, der ist hier. Ich komme noch nicht so klar. Are you here? How old are you? Where mal, are you? Ich glaube, eine Frage war, die funktioniert. When did you die? Okay. When did you die? When did you die? When did you die? Das sind keine Fingerabdrücke. Was sagt man noch so zu dem Geist? Warte. Kann ich dir sagen? When did you die? Give me a sign. Can you talk? Can you speak? Also der ist auf jeden Fall hier irgendwo. Ich hab mit dem Glas Ektoplasmaspuren. Nice. Can you talk? Ich lass dich doch Can mal alleine. You speak? Can you talk? Can you speak? Oh Gott, das ist ätzend. Noch, what is your name? What is your name? Oh mein Gott. Okay, es ist... What is your name? What is your name? What is your name? Oh Gott, fürchterlich. Ey, dieses Spiel. Okay, ich geh jetzt mal raus. Ich hab Herzinfarkt. Ja, das heißt, ich werde wieder zum Sterben hier drin gelassen, ja? Nein, ich muss kurz mal einen Hustensaft trinken.
Okay. Haben wir sonst noch irgendwelche Möglichkeiten? Wir haben doch noch. Haben wir nicht auch noch die Staffelei? Genau, die müssten wir jetzt holen gehen. Gut. Die Staffelei wäre noch ein Beweis Ja. und dieses Ding zum Hinstellen, dieses ESG. Oh mein Gott. I can't take it anymore. Also Fingerabdrücke habe ich auf jeden Fall keine bislang. Ich glaube auch nicht, dass dann jetzt noch welche kommen. Ich glaube auch nicht, dass es Box ist, um ehrlich zu sein. Ja, also ich lasse das Glas mal kurz hier auf den Boden fallen scheinbar. Ektoplasma hatten wir bis jetzt nur. Genau, die Ektoplasma-Flecken. Okay. Was ist das hier Nimmst nochmal? Ich das ist das nehme ESG, was du dann hinstellen mal musst? statt der Box, weil es ist ja 100 Pro, ist der ja in der Küche. Nehme ich jetzt mal das mit. Also ich hatte die Flecken übrigens in dem Raum links neben der Küche. Ja, genau, da meine ich ja. Genau, und wenn es das ist, würden wir quasi den Geist über diesem Ding angezeigt bekommen, kurz. Okay. Über dem, was ich hab. Genau. Okay. Also wie Dots. Genau, das ist so wie Dots. Okay. Can you speak? Ghost, can you speak? Ich das auch irgendwie drehen. Hier hat er irgendwas geschmissen. Ghost, can you speak? Der macht aber auch immer mehr eigentlich jetzt hier gerade in der Küche, gell? Als jetzt. Hier habe ich den Ausschlag im Flur. Guck mal kurz das Ding. Ja, dann stelle ich die Staffelei auch in den Und Flur. pack das mal hier hin auf G oder einfach. Genau, einfach mit G. Can you speak? Die Ghost. Staffelei. Oh, was ist da drauf? Oh. Schwarzes Loch. Okay, ich habe drei. Vier. Was war das? Ja, ich bin noch mal raus, ne? Ich wünsche dir was. Was war das? Der redet, der singt irgendwas. Ihhh, aber war das wegen dem Gerät? Ne, eigentlich nicht. Was war denn das? War es ein Das ist K-Pop-Star? widerlich. Hallo Zoe, meine Liebe. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Also warte, wir können ja. Wo bist du? Vor der Tür. Ach Also so, Staffelei ja, haben klar. wir. Es können jetzt Genau. ja nur noch Shade, Demon und Nama sein. Was heißt es dann? Genau. Das heißt, dass ich dir sage, was es sein kann und du musst lesen, was es sein müsste dazu. Okay, also. Dann mal Wir los. hätten Shade. Ja, Shade wäre Spirit Box. Okay. Demon. Demon wäre noch Gefriertemperatur und Oder ein, Nama. das wäre noch ein Amar. Ein Amar wäre Nama. noch ESG Geisterreaktion. Ich glaube, das hatten wir doch gerade, oder? Aber dann würden wir den so leicht weiß angezeigt bekommen, so wie Dots halt. Also ich mache jetzt mal mein EMF weg, nehme noch mal die Geisterbox und probiere. Oder mach du mal, weil bei mir hat er nicht geantwortet. Was kann ich noch Ja. dafür nehmen? Was gibt's denn noch? Ich weiß gar Das. nicht, ob wir einen Thermometer dabei Nee, da müssen haben. wir noch gucken nach Gefrier und gucken, ob er noch mal Das rappt. fandest du super, Das ja? war richtig cool. Das war ein Danke, wo ist richtiger denn die Rap. Box? Die Box ist drin. Auf dem Boden. Box. Also, das war doch ein Rap, Leute, oder? Box ist drin auf dem Boden. Wo? Ja, unten. Also in dem LKW. Oh, Ja, what? das ist nur das EMF-Gerät. Nee, nee, da ist auch die Box ganz klein. Ah, okay. Hab's. Genau. Ich hab gerade richtig gerappt. Aber so gut. Lose yourself in the music, the moment, wir sind jetzt gleich. Bester Oder Soundtrack zu einem Film aller Zeiten. I'm say I'm sorry, likey. I never wanna hurt you. I never wanna make you cry, but tonight I'm cleaning out my Can closet. you speak? Can you speak?
When did you die? Also ich glaube, da reagiert alles, aber die Box nicht. Ich glaube auch nicht, dass, und Gefrier glaube ich auch nicht, dass es ist. Das hätten wir doch gesehen, oder? Mein Gott, du bist durch mich Hier, durch. was ist sein? Ja, aber wenn es die Box nicht ist und das ESG auch nichts anzeigt. Aber das ESG hat doch was angezeigt, da hat er doch gerappt. Ja, aber das würde sein. Das ist okay. Das hier. Das ist, glaube ich, das hier. Ja, aber das müsste ja dann Dots sein. Also wie Dots. Und ich kann mal die. Aber wieso sollte das sonst auf einmal schwätzen? Ich glaube, das ist einfach nur, dass er das generell macht. Warte, ich stelle es mal hier in die Küche. Ich schaue dir zu, wie du es in die Küche stellst. Ist mir klar. Bist du das? Nein. Nein? What is your name? Ey, der reagiert nicht auf die Box. Also es ist sowas wie Dots, aber wieso rappt der dann auf einmal? Oder war das vielleicht wirklich die Box? Ich glaube, das sind einfach nur Events. Also bei der Box müsst ihr dann dieser Geist... Oh mein Gott. Mama? I'm saying sorry, Likey! Also... Okay, jetzt wirft er noch Sachen durch die Gegend. Also... Ich glaube fast, es sind Gefriertemperaturen. Was? Warum? Weil das ESG nicht reagiert und die Box auch nicht. Aber wir haben doch gar keine Gefrierlies. Ja, vielleicht sehen wir die nur nicht. Glaubst du? Doch, 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 ich sehe meinen Atem. Echt? Ja. Geil. Ich sehe meinen Atem hier in der Tür. Gut. Stell dich mal die Tür und guck mal. Guck mal jetzt. Ja, okay, ich will nicht, dass er jetzt... Okay, Atem. Lass mal kurz rausgehen. Oh Gott, ich habe Angst, wir jetzt gleich sterben, weil jetzt waren wir schon wieder so lang drin. Was schaffen wir? Puh, my life be like, So, okay. Jetzt müssen wir die Zusatzaufgaben schaffen. Also nur noch 42 und 48, nicht gut. 42 und 48, oh je. Und was ist es denn jetzt? Erkennt sie die Art des Geistes? Genau, du musst dem Dämon noch auswählen, ne? Selbst wenn jemand neben ihnen steht, wird es reagieren. Okay, ja, ich wähle mal aus. Es ist auf jeden Fall der Dämon, bestätigen. So. Ja. Dann machen Sie ein solides Foto von dem Geist. Der Geist soll die Kerze ausblasen. Fine sitting human silhouette using the ectoplasma glass. Das schaffen wir doch. Also, ja. Ich mach mal Foto. An der Stelle sei übrigens erwähnt, ist immer noch die Demo, deswegen Deutsch und Englisch gemischt. Ja. So, ich hab die Kerze und das Glas. Okay. Ja. Dann stellst du die Kerze nämlich einfach mal in den Ding rein und ich mach das Foto. Genau. Aber Fotos immer gefährlich. Mhm. Das mit dem Glas auch. Mhm. Egal, wir schaffen das. Wäre am besten, du stellst die Kerze hin und dann läufst du durch die Wohnung, suchst es, währenddessen versuche ich das Foto hinzukriegen. Okay, komm mal raus, um zu gucken, ob die Kerze auch ausgeht. Habt ihr die Silhouette gefunden? Okay, gut. Hat es jetzt geklappt? Ja. Okay. Hat gezählt. Nice. Da muss ich jetzt aber irgendwie noch ein Foto machen, aber ich habe Angst. Wie kann man den irgendwie triggern? Mit irgendwas? Naja, ich könnte halt drin rumrennen und dann... Ja, wobei, bei einem Hand geht die Tür zu, ne? Ja, aber so wie vorhin, da ist ja auch erschienen. Also es geht ja auch in Phasmo, dass du mit einer gewissen Sache, die du sagst, den Geist triggerst, dass er sich zeigt. Ja, warte mal. Where are you? Where are you? Holy shit. Where are you? Also jetzt sind die Gefriertemperaturen sehr deutlich. Ja. Ich habe Angst. Machen Sie das Foto am Ende, machen wir erst, dass die Kerze ausgeht. Muss man das irgendwo hinstellen oder kann man dem das auch sagen? Pack die mal hier in den Flur. Ja. Keine Ahnung. Blow out die Kerze. Komm mal lieber raus. Halt die Sache, macht er die nur aus, wenn wir die in der Hand haben oder drin sind?
Also der Chat meinte beim letzten Mal, wenn sie auf dem Boden ist. Ich Aber das sind glaube die halt von Phasmo gewohnt. Ja, genau. Das ist es halt. Dann nimm die mal in die Hand und wir latschen zusammen durch die Wohnung. Du machst ein stabiles Foto. Ja, ein solides, Rudi. Ein solides, Entschuldigung. Show yourself. Ghost, show yourself. Where are you? Gott, Hilfe. Where are you? Lass uns mal Richtung des Kleids gehen. Okay, dann zeigt er sich ja oft. Ja. Boah, es ist ätzend einfach nur. Wo bist du? Oh, ich bin zurückgegangen, sorry. Na, danke dir. Ich glaube, du solltest vorgehen, damit du das Foto machen kannst. Ja, ja. Ja, ja. Wir wissen halt doch gar nicht, wann der huntet, gell? Ja. Das zeigt er ja gar nicht so offensichtlich. Where are you? Where are you? Where are you? Bleib weg von dem Spiegel. Mhm. Du, weil mich der Spiegel beim letzten Mal getötet hat. Ja, ja. Where are you? Ist auch jedes Mal eine andere Frau, aber oder? Aber wir müssten uns halt unbedingt... nee. Immer die gleiche. Aber ich glaube, wir müssen uns beim nächsten Mal unbedingt Sanity-Pillen besorgen. Ja. Ich weiß halt nicht, wie man den Geist abwehren kann, woran man weiß, dass der huntet. Wann der huntet. Wir könnten den irgendwann abwehren mit einem Kruzifix, wenn wir uns das leisten können. Ja. Aber wir müssen echt hier bleiben. Where are you? Show yourself. You can't see because you're not dead yet. Was? Ich kann nicht sehen, weil ich noch nicht tot bin? Ja, kannst du den sehen, wenn er vor dir ist. Kein solides Foto. Was war das? Hat irgendwas verrückt. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist... Was? Er hat gerade von 5 runtergezählt. Echt jetzt? Ja. Das habe ich nicht gehört. Echt nicht? Nee. Where are you? Fuck, hat er sich gerade gezeigt? Ich glaube ja. Where are you? Ich glaube, er stand da links in dem Raum. Shit. Where are you? Hasse den. Ich glaube, dieses Where are you ist das Give us a sign. Where are you? Show yourself. Oh, lauf, Likey. Lauf, lauf, lauf. Ich kann die Tür leider nicht öffnen. Oh nein, hat er dich? Noch nicht. Lauf. Lauf. Öffne die Tür. Geht nicht, lauf. Mach Licht aus und versteck dich. Oh mein Gott, er ist hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach die Tür auf. Lauf, Likey, lauf, Likey, lauf! Mach die Tür auf! Es geht nicht, ich kann nicht! Mach die Tür auf! oh mein Gott, das ist ein Baby mit Hörnern! Das ist ein Baby mit Hörnern hinter mir! Oh, ich bin tot. Nein! Er hat gewartet. Ich bin im Kreis gerannt und er ist einfach in der Küche stehen geblieben. Mach das solide Foto. Hab ich hoffentlich. Ist deine Kerze aus? Nee. Nein. Hab ich das solide Foto jetzt nicht geschafft? Oh mein Gott, der hat dir alle Knochen gebrochen, ne? Ja. Warte mal. Das sah auch ein bisschen beschissen aus für mich. Hab ich das die Geräusche und das Geschrei. Herrlich. Warte mal, hab ich das jetzt geschafft? Das solide Foto? Scheiße. Nein. Hey, der war doch gerade vor mir. Ja, also... Oh Mann, sollen wir dann fahren, weil ich will nicht sterben, sonst haben wir wieder die Kamera nicht. Ja, lass fahren. Oh Mann, aber die Kerze, wie pustet der die denn aus? Weiß es jemand? Hä?
Wir müssen mal gucken, dass wir uns Kruzifixe leisten können. Ja, unbedingt. Warte kurz. Ich guck mal kurz hier. Also ich kann jetzt noch. Stativ bringt ja nichts. Kerze kannst du dir leisten oder nicht? Erze kann ich mir leisten, Soll ich mir ein ja. Thermometer kaufen? Dann können wir Ich die glaube, das Temperatur sehen wir schneller. eigentlich. Aber dann können wir die Tem und Kruzifix. Ah, ist schon jetzt zu spät. Aber dann. Kruzifix ist nämlich teuer. Kann ich es auch verkaufen wieder? Ja, du kannst Sachen verkaufen. Verkaufen. Reicht aber immer noch nicht, leider. Was wir halt machen könnten, ist eine Runde quasi rein, rausfinden, was es ist, dann nur dieses mit dem Ektoplasma-Glas und dann gehen, dass wir das Geld bekommen. Ja. Weil dann hättest du genug für einen Kruzifix. Ja, stimmt. Ich habe bezahlt, ich brauche noch 600. Ja, also die bekommst du auf jeden Fall, wenn wir den Geist ermitteln. Aber dann bekommst du, ich würde trotzdem jetzt mal kurz das Thermometer kaufen. Ja. Weil ich glaube, ich habe jetzt, dann haben wir einfach die Temperatur schneller. So, okay, lass mal reingehen. Let's go. Fertig. Fertig. Ja, wenn ich verkaufe, bekomme ich gar nicht das ganze Geld zurück. Mäh. Deswegen verkaufen ist doof. Ist der Fotoapparat ist gar nicht dabei, oder wie? Ja, dann hat den einer von uns beiden nicht wieder hinzugefügt. Das war dann Aber ist wohl egal, ich. wir machen ja eh nur schnell rausfinden, was es ist und Ja. die Silhouette finden. Ja. Aber dann müssen wir den dazu nicht ermitteln. Ja, doch. Genau, ja. Deswegen ermitteln die Silhouette als eine extra Aufgabe und dann gehen. Übrigens, jemand im Chat schrieb, dass das mit der Kerze lange dauern kann. Dass da jemand sehr lange gewartet hat. Echt jetzt? Ja. Magst du mal kurz mit mir was machen? Was denn? Komm mal mit. Hab gerade einen kranken Hinweis bekommen. Oh mein Gott. Oh Gott, Hilfe, was soll denn Oh das? mein Gott. How old are you? How did you die? How did you die? Is when did you die? Oh, er hat, glaube ich, geantwortet. Wenn dieser Vor Geist vielen leuchtet. Jahren ist sie gestorben. Okay. Okay, lass mich, komm mal her. Ja. Magna. 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 Vielleicht Magna. Magna. man ja. Manja. Manja. Can you hear me? Manja. 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 Oh Mann, ich habe irgendwie Angst. Ich mache das jetzt nicht weiter. Mir hat jemand gesagt, das passiert was. Das ist ein Easter Egg. Ist aber gar nicht wissen. Oh Oh. mein Gott! Was ist denn hier Sie los? hat hier dieses Kleid gestreichelt, das Schwein. Ach. Also die Scheren von Spiegel kann ich dir sagen. Ja. Where are you? Ghost, where are you? Ektoplasma-Flecken. Okay, nice. Dann haben wir schon voll viel. Beweise Ektoplasma. Oh. Zwei. Ah, genau. Hast du? Drei. Okay, die ist hier im Flur. Lass mal kurz rausgehen, ermitteln, was noch sein kann. Okay, also. Wir haben einmal Ectoplasma und Spiritbox. Kann nur noch Mühling, Shade und Guipo sein. Also Spirit Box hat dieser Geist geleuchtet, ja? Ja, der hat sie gesagt, vor vielen, vielen Jahren ist sie schon gestorben. Okay. Also ein Guipo wäre noch ESG-Geisterreaktor, ein Shade wäre Staffelei Leinwand und was war es noch? Meiling, Mühling, keine Ahnung. Ein Mühling wäre noch Gefriertemperatur.
Ja, dann gehen wir mal die Sachen holen. Also EMF kann ich wegpacken. Gute Frage. Wenn wir Phasmo oder das jetzt spielen oder keine Ahnung was, warum muss ich immer sterben? Das ist eine sehr gute Frage. Nehmen die Staffelei mit. Wo ist denn eigentlich das, die Temperatur? Ich die nicht mitgenommen. Ne, genauso wenig wie den Fotoapparat. Also Mann, Gefrier und Ding ist es. ESG oder Staffelei. Okay. Ja. Gut. Wieder reinlaufen wie so ein kleiner Kindergarten mit der Staffelei. So, Kinder, heute wird gemalt. Heute wird gemalt. Schön mit Fingerfarben. Ja. Sonst stirbt immer Kies. Oh mein Gott. Und du gehst einfach weiter, oder was? Ich bin den Jumpscare jetzt gewohnt. Ach so, wenn da irgendwelche Babys an. Ach, okay. Ich bin im Alter, in dem man sich an Kinder vielleicht mal gewöhnen muss. Ich stehe einfach. Oh. Waren das gerade dort? Was? Ja, halt dieses ESG-Ding. Ich glaube, da stellt man dann eigentlich auch eine Videokamera hin, ne? Ja, klar, wie bei dort am besten. Aber das können wir uns noch nicht leisten. Ghost, where are you? Oh. Oh mein Gott. Das ist ein Sons of the Forest Monster. Aber Ghost. War das jetzt... Okay, lass mal schnell abhauen. Raus. Musik ganz dringend weg. Es ist ein Sons of the Forest Monster. Das heißt, ESG, es ist ein Guipo. Ein Guppi. Ein Guppi. So, dann pass auf, dann mache ich jetzt noch schnell die Silhouette und dann Abfahrt. Ja, ihre Abfahrt. Ab die Silhouette, Abfahrt. Nice. Geil. So, jetzt wäre es sonst nur noch Foto und Kerze, gell? Genau. Und eins davon haben wir nicht dabei. Aber warum braucht die Kerze immer so lang? Ich weiß es nicht. Aber wir waren diesmal deutlich schneller beim Ermitteln, glaube ich. Ja. Ab zur Karre. Ach so, stimmt. Huch. So, bestätigen. Yes. So. Aber so viel Geld bekommt man, wenn man überlebt, ja? Ist ja schön. Okay, ich habe jetzt 2000. Ich kaufe jetzt einen Kruzifix. Ich habe auch 2000. Ich kaufe auch einen Kruzifix. Hat echt zwei? Sollen wir nicht Sanity-Pillen? Aber das kostet auch eine 2000. Ich könnte auch Sanity-Pillen holen. Oder ich guck gerade mal. Geisterbox, Ecto-Staffelei. Wir haben nur eine Sanity-Pille dann. Dann mach lieber noch ein Grozi. Ja. Hast gekauft? Ja, hab's auch hinzugefügt. Die Frage ist, hast du es auch hinzugefügt? Ja, ist jetzt drin. Okay. Okay. Dann jetzt Abfahrt. Ehre, Abfahrt. Diesmal auch Thermometer mitgenommen. Oh, ich habe den Fotoapparat vergessen. Und Abfahrt. Oh Mann. Schön hier. Egal, Leute, es war ein langer, harter Tag. Ich habe Fieber, ich bin krank und das sind alles Ausreden. Achso, jetzt muss ich, warte. So, jetzt aber. Jetzt füge ich auch wieder alles hinzu. Jetzt habe ich alles hinzugefügt. Kerze, Kruzifix, Taschenlampe. Ja. Passt. Muss noch Map auswählen. Los geht's. Yeah. Jetzt dann mit Ausrüstung. Mit Ausrüstung und allem. So. Das sind aber riesige Kruzifixe. Ja, Monsters. Okay, wir suchen einfach beide und dann so schnell wie es geht jetzt. Ja. Damit wir nicht immer so lange brauchen, bis wir den ermittelt haben. Ja, das ist der Plan. That's the plan. Ektoplasma-Flecken sind halt ultra schwer zu sehen, ne? Ja, voll. Where are you? Ghost, where are you? Das Kruzifix funktioniert übrigens so. When did you die? Mhm. Dass wir es einfach nur in der Hand halten müssen. Okay, geil. When did you die? When did you die?
When did you die? Where are you? When did you die? Show yourself. Ghost, give me a sign. Give me a sign. Ah! Oh mein Gott! Oh! Holy shit! Was denn? Sie hat mir ein Sign gegeben. Ah, ist doch schön. Klippen, Leute, klippen. Gerade. Eieieiei. Aua. Oh mein Gott. Ghost, how old are you? Ghost, give me a sign. Oh, Alter, ey. Das ist dein Arsch ernst. Where are you? Was eine Braut. Where are you? Ey, das Spiel ist sick, ne? Where are you? Keine Ektoplasmaflecken. Where are you? Give us a sign. Aber wir müssen auch noch in den Keller. Where are you? Where are you? Give us a sign. Mann, ey, meine Maus ist so empfindlich. Max jetzt auch schon angekotzt, als er hier war. Where are you? Ich bin richtig gespannt auf Montag, wenn das Spiel released wird, ne? Ja. Ghost, give us a sign. Oh, hier. Er ist hier, scheiße. Okay. Ja, super. Oh. Where are you? Hab Ektoplasmaflecken. How old are you? When did you die? Also ich hab... Oh mein Gott. When did you die? Ich hab hier unten im Keller die Ektoplasmaflecken. Okay. When did you die? When did you die? When did you die? When? Ich will nicht. Boah, ist das scheiße hier unten. Ja, hier unten ist richtig beklemmend. Ich höre irgendwas atmen. Ich gehe mir die Staffelei holen. Vier? Ich höre ernsthaft was atmen, ne? Ich bin's nicht. Ghost, show yourself. Lässt mich gerade ernsthaft mit dem scheiß Geist hier allein im Keller. Was? Würde ich nie tun. Ach du Scheiße. When did you die? Ich könnte Thermometer noch mitbringen, ne? When did you die? How old are you? Okay, also ich glaube, es ist kein Fall Geisterbox. Ich glaube, es ist eben F5. Und ich glaube, er will noch nicht so recht, aber schmeißt ganz, ganz viel. Ich höre jemand atmen. Ach, da ist auch einer aufgespießt. Also der ist richtig aggro. Was los? Ich hoffe, oh mein Gott. Kannst du mal bitte in den Kackkeller kommen? Ich bin noch unterwegs. Hallo, entspann dich. Da mal. Also, es reicht mir wir jetzt. Wir haben unter 0 Grad. Okay. Ich gehe jetzt. Zumindest, es reicht mir. Ja. Also, EMF 4444. Aber irgendwie macht er nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall Gefriertemperaturen und Ektoplasmaflecken. Wie komme ich hier wieder noch raus? Wo bist du denn? Komm zu mir. Tschüss. Oh. Dann können wir gucken, was es noch ist. Wir haben noch 4 zur Auswahl. Boah, ey, was war das für ein Pain da unten? Boah, das ist echt übel da unten, ne? Ja, vor allem, wenn man allein gelassen wird. Na, hör mal. Sonst muss ich immer sterben. Na, hör mal. So. Okay, was haben wir jetzt alles? Wir haben Ektoplasmaflecken und Gefriertemperaturen. Okay, ein Aga, Schmeiling, Raichu oder Demon. Raichu. Also ein Agash wäre Fingerabdrücke. Ja. Ein Raichu wäre Gefriertemperatur. Ja, ESG. ESG. Also,
Ja. Was war es noch? Mühling oder Meiling. Meiling wäre Spirit Box auf keinen Fall, außer du probierst es mal. Oder noch ein Dämon. Dämon wäre Staffelei. Also wir brauchen ESG-Staffelei. Also EMF war es Okay. gar nicht mehr, gell? Ne. Staffelei steht Dann schon nimm du unten. mal die Geisterboxer, vielleicht antwortet der dir, ich nehme das ESG. Okay, ich nehme auch noch die UV-Lampe mit. Ja. Und vielleicht auch das noch direkt. Aber ja, easy. Ja, wird schon. Okay. Can you talk? Can you speak? Where are you? When did you die? Ja, die Wo? Box reagiert nicht. Hier oder irgendwo? Da. Ja, ich stell's einfach mal da auf, ja. Habe ich Hier sind auf jeden Fall die Gefriertemperatur? Filterblätter. Haben wir, ne? Ja. Guck mal kurz, ob hier hinten zufällig auch der dumme Geist chillt. Den sehe ich jetzt aber noch nicht, ne? Über das. Ne. Can you speak? Fotoapparat! Jetzt bräuchten wir ein Fotoapparat, Mensch. Aber das zählt ja noch nicht, ne? Nee. Das Gute ist, er zeigt es aber relativ oft. Hat er schon mal gemacht. Ja, aber also er muss ja dann Oh irgendwo. Gott. Presse, er ist gruselig. So, Leinwand auch nichts, ne? Leinwand nix, ESG nix, aber Fingerabdrücke halt auch nicht. Er toucht halt nix an. Er toucht die Türen sehr oft an. Hier, was ist sein? Where are you? Where are you? Where are you? Er hat vorhin die Türen die ganze Zeit angetoucht. Where are you? Where are you? Jetzt guck mal. Tür hier, die weiße. Und andere Gar Seite. nix. Auch nicht. Where are you? Give us a sign. Where are you? Where are you? Oh, fuck. Lauf. Lauf. Shit, ich hab mich verlaufen. Hantet er? Ja, ich bin Weiß ich tot. Ich bin nicht. tot. Nein! Mein ganzes Hab und Gut ist weg. Nein. Shit. Ja, Er hat dir aber auch alle Knochen gebrochen, ey. Lecco mio. oh Mann. Ist mein ganzes Hab und Gut weg, oder? Ist es so? Ja. Oh mein Gott, echt? Ja. Boah, es ist schwer, das Spiel. Oh mein Gott. Also ich kann jetzt einfach nur einen Guess machen, was es ist und dann fahren. Ja, aber wir waren doch noch gar nicht von der Sanity so weit unten, oder? Warte, ich geh mal gucken. Ich glaube, dieses Erscheinen von dem hat uns extrem viel Sanity gezogen. Guck mal kurz. Wobei, ich bin bei Deswegen, und 74%. ich war noch höher als du, deswegen wundert es Ja. mich. Ich sage jetzt einfach, es war ein Raichu. Okay. Ich fahr dann mal. Oh, es ist mein ganzes Zeug ehrlich weg. Es war ein Raichu. Oh Mann. Hey, damit habe ich immerhin 500 verdient. Ja, aber jetzt brauchen wir wieder die Kamera und alles. Ja, was kostet denn die Kamera? Ich kann mir die Hä, ich Kamera habe leisten. 2000. Warum habe ich wieder Wie, du hast 2000? 2000? Hä, warum Wie, habe du ich. hast 2000? Dann kaufe ich jetzt mal das Kruzifix, okay? Ja, ich kann mein Kruzifix wieder hinzufügen. Thermometer brauchen wir eh nicht. Na, eigentlich nicht, weil man sieht halt den Atem. Und was brauchen wir noch? Was hatte ich denn noch gekauft? Fotoapparat für 1400. Den kannst du noch kaufen, oder? Ja, ich kann den kaufen, aber wenn ich Okay. jetzt sterbe, ist dann halt alles weg Ja, und ich habe kein klar. Geld mehr, ne? Jetzt ist unsere Runde. Krass, wir spielen auf einfach, ey. Wahnsinn. Ja, Nebenaufgaben gibt es bei Fassum auch, aber hier müssen wir sie schaffen, um den Exorzismus überhaupt machen zu können.
Okay, Speedrun. Ich bin zurück und aggressiv. Solange das kleine Kind nicht wieder hier draußen auftaucht. Oh mein Gott, hast du gehört? Oh mein Gott. Hat es das gerade angepisst? Show yourself. Oh mein Gott, das ist so cool, das Game. Where are you? Ich bin richtig gespannt. Ja. Was sie noch zum vollen Release ändern. Ja, voll. Vielleicht dürfen wir auch gar nicht so oft mit dem Geist irgendwie reden. Where are you? Ich weiß ja nicht, ob das Sanity zieht. Ja. Ich glaube, ich war einfach zu lang unten. Ich glaube es auch. Where are you? Auch öfter mal einfach oben sein. Where are you? Where are you? Show yourself. War das bei dir auch? Nein, okay. Was? Where are you? Oh mein Gott, die lacht mich aus. Und, oh mein Gott. Where are you? Okay, dann komme ich noch zu dir. Bisschen, oh, eben F5. Okay. Oh mein Gott. Immer wenn ich die Lachen höre oder so, und vor allem... Oh. Where are you? How did you die? Where did you die? How did you die? Fast. When? When did you die? When did you die? When did you die? Ich kann doch what's your name fragen. What's your name? What's your name? What's your name? Okay. What's your flavor? Tell me what's your flavor. Ooh. What's your name? What is your name? Ich Where? Hab ein Ektoplasma. Ach, keins? Nein. When did you die? Nein, nirgendwo. What's your name? When did you die? What's your name? When did you die? Okay, also wir haben auf jeden Fall eben F5. Das war auf jeden Fall klar. Oh. Wartest du denn EMF? Eigentlich hier beim Keller in der. Hier, genau. Ja, hier. Genau, hier. Oh ja, die ist hier. Oh, fuck. Oh. Hier. When did you die? Ich hab auf jeden Fall kein Ektoplasma. Ich bin hinter dir. Oh Gott. Okay, sie hat geredet. Okay. Also, wir haben jetzt. Lass uns gucken. Ja. Oh. Ja. EMF. So, EMF. Und Box. Yokai, Abaddon oder Boogie. Okay, warte. Also, Boogie wäre ESG. Was war es noch? Yokai? Yokai. Ein Yokai wäre Staffelei. Oder ein Abaddon? Ein Abaddon wäre Gefriertemperaturen. Das heißt, wir brauchen Staffelei und Ding. Gut, dann gehen wir die mal holen. Und wie sieht's aus mit der Sanity? Das schauen wir auch nach. Und müssen wir das Kruzifix in der Hand halten, einfach nur? Genau, bei einem Hand das Kruzifix in der Hand halten. Und hält es nur einmal? Das hält nur einmal, ja. Das heißt, dann könnten wir eigentlich perfektes Foto machen. Und ich würde fast sagen, wir nehmen es jetzt schon mit. Also jeder von uns nimmt jetzt schon ein Kruzi mit und ich nehme nur noch das Ding mit. Du auch. Für den Fall, dass das Ohrschloch auf uns zurennt. Okay. Kruzi. Okay. Wie ist die Sanity? Ich bin bei 80, du bei 76. Okay. Dann packe ich das jetzt mal kurz hier hin. Ja, ich auch. Hier, oder? Ja, ich glaube schon, dass es in dem Flur ist. Hier wäre halt jetzt eigentlich am besten, wenn man eine Videokamera hätte. Ja, die können wir uns noch nicht leisten. Weil dann muss man nicht hier rumstehen. Kann man das irgendwie auffordern, dass es dann was malt? Nee. Ich glaube, das macht er automatisch. Okay. Oh mein Gott! Was denn?
Da ist der Geist die Treppe hochgeflogen gerade. Oh mein Gott. Oh mein. Ich glaube, das ist er hier drin. Glaubst du? Ja. Aber hier ist gerade was runtergefallen und den Stuhl hat er vorhin auch verschoben. Ich hab Gefriertemperatur. Ich raus, raus, raus. Ja, du auch? Ja. Ja, okay, dann haben wir es. Warte, ich gucke nochmal nach. 100 Pro. Und geh du schon mal raus? Gefrier. Ja. Oh ja. So, ich bestätige. Dann lass mal kurz raus. Ja, ich komme nicht raus. Ah, jetzt. Ein Abaddon. Ein Abaddon. Hatten wir den schon? Nein. Der ist neu. Ein Abaddon. Nebidi. Okay, nehme ich die Fotokamera. Also, wir brauchen. Ich nehme die Kerze und das Glas. Solides Foto und wieder Silhouette. Okay. Oh, das heißt, ich muss mein Kruzifix hier lassen, ne? Wieso? Weil ich nur drei Sachen nehmen kann. Was hast du denn jetzt alles? Taschenlampe, Kerze und das Glas. Dann stell doch einfach kurz die Kerze in den Flur und so lang und nimm das Kruzifix. Warte, ich guck mal, ich kann es gerade. Und dann hol dir das, ist sonst zu high risk. Ja, also quasi. Genau. Kerze und dann Kruzifix holen. Weiß jemand, ob man die Kerze einfach auf den Boden legen kann oder muss man die in der Hand haben? Weil du müsstest schon das Kruzi haben, damit ich nachher ein Foto machen kann. Ja, aber Chat meinte tatsächlich vorhin, dass Kerze auf dem Boden reicht. Okay. Ich stell die Kerze schnell hin und geh dann das Kruzifix holen. Oh mein Gott. Eigentlich, oh, der Fernseher hat sich gedreht. Ja, ne? Ja, oh mein Gott. Ich glaube, du kannst hier hinlegen, ja. Passt, okay, das gehen. Schnell. Der Fernseher hat schon wieder gedreht. Warum? Okay. So, ich gehe das Kruzifix holen und dann gehe ich die Silhouette suchen. Da komme ich mit und dann gucken wir, dass wir ein Foto machen. Und dass du in der Zeit das Kruzifix drauf hast und vielleicht vor mich gehst. Ja. Das kriegen wir dann, glaube ich, hoffentlich hin. Glaube ich hoffentlich hin. Ah, das wird schon. Wir sind Profis. Auf leicht. Noch nie geschafft. Okay. I get my photo camera. Blow out the candle. Ach Mist, da ist er gerade gelaufen, ne? Ja, ich hab's gesehen. Blow out the candle. Ich habe ein Foto gemacht, es hat funktioniert. Hast du das Geräusch gehört? Ja. Ich muss die Silhouette noch finden. Ich hab's Ding, das ist kein Problem. Ich hab's Kruzi. Hoffentlich nicht im Keller. Oh mein Gott! Holy moly. Will die nicht mehr sein. Unten ist sonst auch noch ein Stuhl, gell? Aber die kann auch einfach irgendwo sitzen, so quasi auf einem Geisterstuhl. Ah, okay. Hier nicht. Hier sitzt sie. Okay, nice. Gut, dann lass mal schnell raus. Oder mal kurz, es muss nur noch die Kerze, dann haben wir alles. Genau. Ist immer noch an. Hol du mal dein Kruzifix raus. Ja, hab ich. Sollen wir die Kerze vielleicht in den Raum stellen? Ja, Alter. Warte. Hier, blow out die Kacke. Los, blow out! Blas sie aus! Schon okay. War todesmutig, ne? Blow out the candle. Oh Gott, Hilfe, was ist hier los? Ich habe mir Angst. Rückstühle. Lass mal gucken, ob das Foto überhaupt funktioniert. Ja. Ja, es ist nur noch die blöde Kerze. Es ist nur noch die Kerze! Verdammt! Wie viel Sanity haben wir denn? Oh. Ich habe ein bisschen weniger Sanity als du, also vielleicht solltest du mal gucken gehen.
Wie viel Sanity? Ja. Ich habe 56, okay, ich gehe mal rein. 65. Und das Kruzifix muss ich einfach nur halten. Genau, bei einem Hand einfach nur halten. Und ihn einmal anschauen. Was du damit machst, ist, glaube ich, relativ. Okay. Hauptsache, du hast es in der Hand. Weiß jemand, wie diese Kerze geht? Ich verstehe es nicht. Wir kriegen die nie ausgepustet. Müssen wir irgendwas sagen? Müssen wir sie halten? Vielleicht müssen wir sie wirklich halten, weil alles andere haben wir auch in der Hand. Ja, aber Chat meinte vorhin, dass es auf den Boden ging. Sonst halte ich es mal und du passt auf, dass ich nicht drauf gehe. Okay. Geh, was es sein. Blow out the candle. Geh, was es sein. Blow out the candle. Blow out the candle. Blow out my candle. Blow out the candle. Ghost, where are you? Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Where are you? Genau, das ist hier der Geisterraum, auf jeden Fall. Oder? Ja, weil hier sind die Gefriertemperaturen, ja. Ja, boom. Das kann nicht sein, dass du lang... Blow out the candle. Oh, die Karte ist aus. Okay. Direkt der Fluchtinstinkt. Lass mal raus hier. So. Okay. Dann können wir jetzt das Ritual machen, oder? Ja. Den eigentlichen Scheiß. Die fünf fehlenden Finger von was? Alistair, achso. Alistair Olsen finden und sie in den Ritualbereich im Keller legen. Aber was sind denn die Finger? Wie sehen die aus? Ja, die sind random auf der Map. Oh mein Gott. Die müssen wir jetzt suchen. Soll ich mal zuerst rein und du sagst, wie meine Sanity ist, weil du hast nur noch 48. Ab wann huntet der denn? Weiß man das? Ach komm, lass zusammenbleiben. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, ich wollte gerade sagen, lass zusammen rein und die fünf Finger suchen. Und sind die auffällig oder? Ich gehe davon aus, oder? Oder kann man die irgendwie leichter erkennen? Die können die überall sein. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt suchen soll. Aber wenn man nicht weiß, wie die aussehen, können die auch in Kackschubladen sein? Nee, Schubladen kann man nicht öffnen. Appenfinger, oh mein Gott. Wie sehen die aus? Komm, ich zeig's dir. Komm in den Geisterraum. Egal, ich hab's jetzt verballert. Sammel ruhig ein. Okay. Braucht es zu viel Zeit. Sind die auffällig? Ja, die sind halt so. Ah, da, ich hab fleischig. Auch einen, ja. Ich hab auch einen. Die leuchten auf. Ich bring den direkt in den Keller. Hier ist aber auch ein Ritualraum. Nee, wir müssen die in den Keller. Ich hab noch einen. Ach, ich kann immer nur einen nehmen. Ja, drei Inventarslots. Ach, shit. Okay, oben beim. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich glaube, der hat gehuntet, oder? Ich hoffe nicht. Doch, aber er ist durch mich durchgelaufen. Und mein Kruzifix ist noch da. Ich habe den Finger gesehen, glaube ich. Der ist noch hinten im Bild, ist noch einer. Beim Bild im Schrank. Achso, okay, dann lag da einfach nur einer noch am Boden. Dann habe ich den auch. Okay, dann hole ich kurz noch den oben beim Bild. Und dann kann es sein, dass mein Kruzifix jetzt nichts mehr wert ist, weil er ist einmal durch mich durchgelaufen, es hat geflackert. Ich glaube, das geht kaputt. Okay. Oh, jetzt huntet er. Warte, ich komme mit dir. Jetzt huntet er, oder? Oder? Das sieht nicht so aus, ne? Hier ist noch einer. Ich habe noch einen. Ich habe den letzten. Geil, okay, komm schnell runter. Mein Gott, wo bin ich? Okay. Warte, ich komme. Ab in den Keller. Komm. Los, verbrennen wir die Finger. Oh mein Gott. We did it. Das war's? Unspektakulär.
Ich glaube ja. Geil. Aber das war's. Geil. Yay! Ey, das ist unser erster Sieg. Yeet! Yeet! Hat nur 26 Versuche gebraucht. Yeet! Aber ist gut, wenn wir dann wissen, wenn das Game ganz rauskommt, sind wir schon vor die Pros. Ja. Yeet! Wir müssen Mittwoch Phasmo das neue spielen und das. Wann kommt da jetzt neue Phasmo? Weiß ich nicht. Kann ich gleich gucken, ob ich was finde. Ja. Abgeschlossen. We did it. Nice. Und jetzt nochmal schwer. Sadistin. Bestätigen. Jetzt will ich aber Geld dafür. Und? Ah ja. Ah, und wir haben die neue Map. Nee, doch nicht. Ey. Ey, warum haben wir die nicht? Braucht man da ein bestimmtes Level? Das wäre ja mies. Aber es steht ja gar nichts dran. Oder müssen wir einen bestimmten Schwierigkeitsgrad machen? Ich weiß nicht, aber ich finde das mal raus. Guck mal, wenn du mal einen anderen Schwierigkeitsgrad machst, ob man das hier wählen kann. Was nehmen wir denn? Medium, ne? Nee. Aber die sind auf jeden Fall drin. Ich glaube, in der Deo gibt es sicher nur eine in der Demo. Ja, aber das kam ja erst letzte Woche bei einem Update die eine dazu. Ja. Aber Leute. Ich glaube, vielleicht sind die. Ja. Entschuldigung. Ja. Nee, nee, sag ruhig. Ich glaube, die sind vielleicht doch an Level gebunden. Ja. Deswegen, Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das Game kommt jetzt demnächst ganz raus. Es ist nur eine Demo. Die kann man noch kostenlos spielen. Ich werde das Game mit definitiv holen. Wir werden es uns komplett anschauen. Ich finde, es hat megas Potenzial. Geile Jumpscares. Immer wieder anders. Immer wieder aufregend, es passiert viel, man kriegt Panik, gefällt. Gespannt, was sie noch machen. Es scheinen auch super viel Karten noch zu kommen. Wir sehen es ja an den ausgegrauten Flächen. Und es soll ein neues Phasmo-Update kommen. Da werdet ihr komplett auf Level 0 zurückgesetzt. Das werden wir auch suchten, deswegen freut euch auf exklusiven Geister-Horror-Content, der demnächst kommt. Und ich bedanke mich bei dir, Likey, für deine Zeit bei euch. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da über ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch wieder über eure Hilfe, wenn es um solche Games geht. Vielen Dank fürs Zuschauen.